Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns und somit herzlich willkommen in Griechenland. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind in Griechenland angekommen. Unser fünftes Land, ne? Auf der Reise. Ja. Unser fünftes Land. Wir haben es geschafft. Obwohl wir aktuell gar nicht richtig auf dem festen Boden stehen, sondern eher auf dem Wasser. Genau, denn wir stehen hier in Igoumenitsa am Hafen auf der Fähre, wo wir gerade mit Karlsson raufgefahren sind. Und in circa 30 Minuten geht es los für uns Richtung Korfu. Yay, wir freuen uns schon richtig auf Korfu, sind sehr gespannt. Und wir haben bisher auch nur ein One-Way-Ticket gebucht, weil wir gar nicht genau wissen, wie lange wir bleiben. Aber das ist ja auch das Spannende und gehört zum Abenteuer dazu. Genau. Und ja, dabei nehmen wir euch natürlich wie immer mit. Ihr könnt schon sehr gespannt sein. Wir selbst sind auch gespannt auf Korfu. Und ja, jetzt warten wir, bis die Fähre ablegt in circa 30 Minuten. Und dann starten wir zusammen mit euch in ein neues Abenteuer auf Korfu. Yay, viel Spaß dabei. Wir haben gerade Karlsson geparkt, hier vorne steht er, auf so einem großen Parkplatz mitten in der Altstadt und ja, zahlen hier 10 Euro pro Tag, können den ganzen Tag hier stehen und sind hier wirklich irgendwie dann zentrumsnah. Und jetzt schauen wir uns mal die Altstadt von Korfu an. Bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Bergtee. Bergtee.
bin jetzt im Augenblick alleine unterwegs, denn Flo hat jetzt nämlich einen Termin. Kaum sind wir in Korfu-Stadt, schon hat Flo einen Termin. Wo er ist, zeige ich euch jetzt. Bin ich mal gespannt, wie er nachher aussieht. So, und ich gehe jetzt einen Augenblick alleine durch die Gäste. So, schau mal, wer da ist. Hola, Kala. Oi, 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 oi. Oh la la, oh la la. Ja, sind wieder ab. Ist ein bisschen dunkel, aber hübsch ist das. Wir melden uns nochmal aus Korfu-Stadt. Wir waren den ganzen Tag hier und der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Es wird gleich rasant dunkel. Und ja, auf jeden Fall hat es uns hier sehr gut gefallen, aber es ist ja richtig voll. Haben wir eigentlich nicht erwartet. Wir dachten, dass Nebensaison wäre. Ja. Aber mein Friseur hat mir erzählt, dass die Nebensaison erst hier eingeleitet wird, wenn der Flughafen die ganzen Direktflüge einstellt. Und das ist wohl erst Ende Oktober der Fall. Ja, genau. Also damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Ja, richtig noch so voll. Voll. Ist.
Aber nichtsdestotrotz hatten wir einen richtig schönen Tag. Unsere Füße sind heiß gelaufen auf jeden Fall. Korfu-Stadt ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr süße Stadt, müssen wir sagen. Also hat mir jetzt persönlich sehr gut gefallen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Genau, ja. Richtig schön. Und ja, außerdem haben wir uns auch noch mit zwei Freundinnen getroffen, wie ihr gesehen habt. Genau, das ist natürlich immer schön. Mit denen haben wir uns übrigens auch schon vorgestern witzigerweise ganz spontan und zufällig in Albanien getroffen. Ja, das ist das Schöne, wenn man halt eben auf Reisen auch Freunde oder Bekannte trifft. Das ist natürlich richtig schön. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und und jetzt wird es langsam dunkel, wie Flo schon gesagt hat. Und wir machen uns langsam jetzt zurück zu Carlsson. Und dann müssen wir noch unseren ersten Stellplatz hier auf Corfu finden. Ja. Genau, mal schauen, wo wir heute landen. Und Da aus melden wir uns noch mal ganz kurz. Genau. Und dann geht es aber auch morgen direkt weiter. Mal gucken. Aber heute erstmal ins Bett und aufstehen. Ja, echt. Und außerdem ist ja hier, was wir nicht wussten, hier in Griechenland, im Vergleich zu Albanien, ist eine Stunde weiter. Das heißt, wir haben sogar heute Morgen gesagt, wir fühlen uns, als ob wir so einen kleinen Jetlag haben. So ein Van-Lag. Van-Lag, genau. Aber wir natürlich heute quasi eine Stunde weniger zum Schlafen hatten. Und das hat man schon richtig gemerkt. Ja. Deswegen sind wir ein bisschen müde. Heute Morgen war es noch stockdunkel. Genau. Es war heute stockdunkel, als der Wecker geklingelt hat. Das war ganz seltsam irgendwie. Fanden wir echt interessant. Haben wir auch nicht damit gerechnet. Nee. So, genau. Also auf zu Carlsson und dann ab ins Bett. Ja. Guten Morgen. Ja, wir melden uns jetzt erst. Gestern Abend war es schon ein bisschen spät und auch stockdunkel. Wir haben uns hier diesen Parkplatz rausgesucht bei Park4Night. Und das ist der Parkplatz hier im Hintergrund. So eine riesige Grünfläche. Ist heute Morgen auch richtig voll geworden. Warum, haben wir gerade eben mal gegoogelt. Und zwar ist hier oben das Achelion. Und zwar ist da Achelion ein Palast hier auf Korfu, der von der österreichischen Kaiserin Elisabeth, nämlich Sissi, im Jahre 1890 bis 1892 erbaut wurde. So, und da gehen wir jetzt gleich mal hoch und gucken uns den Palast mal an. Bin auf jeden Fall schon gespannt. Heute ist ein bisschen bewölkt, hat auch so ein bisschen angefangen zu nieseln, aber immer noch recht warm. So, und jetzt sehen wir uns gleich am Palast wieder. Mal gucken, was da oben so los ist. Es regnet richtig jetzt. Ja, das erste Mal seit Slowenien, glaube ich, ne? Ja. Mal gucken. Aber egal, ist trotzdem irgendwie noch warm. Warm ist es auf jeden Fall, aber es regnet halt. So, und da stehen wir jetzt auch schon vorm Sissi-Palast und wollten gerade reingehen. Aber wir haben leider herausgefunden, dass es aktuell renoviert wird und geschlossen ist. Also der Palast an sich, also das Haus, ist komplett baufällig. Deswegen wird es noch bis 2024 renoviert und saniert. Und vorher kann man leider nicht reingehen, sondern nur den Garten besichtigen. Ja, und den Garten, den Garten wollen wir jetzt nicht nur anschauen, weil wir unterwegs hierher Leute getroffen haben, die uns erzählt haben, dass es nicht gerade sehr, sehr spannend ist, durch den Garten zu laufen. Man sieht das Haus, den Palast von außen, ist aber auch überall Baugerüst, weil halt baufällig ist. Und ja, dementsprechend 5 Euro pro Person hier auszugeben, lohnt sich aktuell nicht. Wenn, dann sollte man hier 2024 wieder herkommen, wenn der Palast wieder renoviert wurde. Genau, also wer von euch 2024, also im nächsten Jahr hier sein sollte, dann unbedingt für uns einmal reingehen und uns eine E-Mail schicken und ein paar Fotos. Also wir wären gerne reingegangen, hätten uns das sehr gerne angeschaut und aber nützt ja nichts. Sissi macht Urlaub. Genau, deswegen werden wir jetzt weiterfahren zu unserem nächsten Stellplatz. Wir wollen den ersten Strandstellplatz ansteuern, mal gucken, was wir finden. Und die Sonne scheint mittlerweile sogar. Es hat genau 5 Minuten geregnet. Sehr gut. Ja. Dann gehen wir jetzt zurück zum Parkplatz zu Carlsson und fahren mal weiter. Genau. Also so sieht das Haus normalerweise aus. Der Palast. Ja, so sieht er aus. Ja. Echt schön, ja. Ja.
Ja, wir haben uns übrigens gerade noch mal mit der Museumsfrau unterhalten und sie hat uns erzählt, dass diese Baustelle mittlerweile schon seit 2 Jahren da ist. Also die haben im November 21 angefangen und eigentlich sollte das bis Ende diesen Jahres zu Ende gestellt werden, aber das wird wohl nichts. Das heißt, sie vermuten, dass es wohl noch viel länger dauert, also eventuell auch noch ein Jahr länger. Also die hoffen, dass die im Jahr 24 wieder öffnen können. Aber ja, verrückt, das ist so lange, es ist eine Riesenbaustelle, weil der Palast halt eben in einem recht schlechten Zustand ist. Aber die wollen das halt wieder aufbauen, auch mit, hat sie uns erzählt, mit Spenden von der Regierung und vom Land. Finden wir richtig toll, dass sie das aufrechterhalten. Und der Garten ist erst seit 3 Monaten wieder geöffnet und zwischendurch schließen sie ihn auch immer wieder, weil eben auch im Garten Arbeiten durchgeführt werden müssen an den Skulpturen, an den Statuen, genau. Und daher müssen sie auch abends mal den Garten halt sperren. Ja, genau. Ja, also hoffen wir, dass wir vielleicht beim nächsten Mal da reinschauen können. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Aber wir sind ja gewieft, wir haben die Drohne, unseren kleinen Spion. Das heißt, gleich werde ich mal kurz einmal hochfliegen und mal gucken, wie es von oben aussieht. Genau, also könnt ihr vielleicht mit uns doch einen Blick erhaschen. Aber nur von außen. Ja. Das war das authentische Griechenland in Bildern. Ich finde sowas richtig schön. Wir sind zurück an Karlshorn. Ich wollte gerade meine Drohne hochjagen. Und sie hebt nicht ab, weil hier eine Autorisierungszone ist. Habe ich mir schon gedacht, weil der Flughafen natürlich von Korfu sehr nahe gelegen ist. Und selbst in Korfu Stadt hat es auch nicht funktioniert. Klar, logisch, wegen Flughafen. Ich hätte auch gerne von Korfu Stadt ein paar Bilder von oben gezeigt. Aber es ist immer unmöglich, wenn dort Gebiete sind, wo man nicht fliegen darf. Und hier ist es wohl auch der Fall. Schade eigentlich. Hätte ich gerne gemacht. Weil man von hier oben auch schon den Palast sieht, so ein bisschen halt die Ecken. Aber gut, ist halt wie es ist. Dann packen wir jetzt zusammen und fahren einfach direkt weiter. Wir sind kurz mal angehalten an einem ganz kleinen Ort, den wir hier durch Zufall entdeckt haben. Und zwar heißt der Ort Vinizes. Ja, genau. Und wir haben ganz spontan beschlossen, dass wir da einfach mal durchschlendern und uns das einfach mal anschauen. Und Karlsson kann so lange hier am Wasser warten. Genau. Der kann eine Runde baden. Der kann eine Runde baden. Der steht nämlich direkt am Wasser. Zimmer, wo man.
Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir hier einfach Mittag essen. In so einem kleinen Restaurant. Sah echt ganz süß aus. Und dann geht es danach auf jeden Fall weiter. Jetzt aber erstmal essen. Da bin ich. Sind wir hier, haben jetzt gegessen und es gab bei uns Moussaka. Das ist hier so eine griechische Lasagne, so eine Art, aber mit Aubergine und Kartoffeln. Und ja. Ja, war lecker. Ja. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück zu Karlsson und fahren einfach weiter. Genau. Schauen wir mal, was wir noch so entdecken. Entdecken. Scheint es schwierig zu sein, direkt am Wasser zu stehen, weil es einfach komplett bebaut ist. Also es sind halt Privathäuser oder Hotels. Ja, deswegen sind wir gespannt, wann wir an einen Küstenabschnitt kommen, der ja, frei zugänglich ist. Mal gucken. Ja. Vielleicht umfahren wir die ganze Insel. Naja, hoffentlich nicht. Genau, also wir fahren weiter und mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Ein Plätzchen gefunden, direkt am Wasser und haben gerade mal hier nachgefragt an der Taverne, ob wir hier stehen dürfen bleiben und sie meinten zu uns, klar, solange ihr wollt, kein Problem und es ist mega schön hier und ja, jetzt gehen wir mal baden, die Suche ist beendet für heute und ja. Juhu! Juhu! Und wir haben einen schönen Stellplatz. Blick aufs Wasser. Ja. Es wird langsam dunkel und ja, wir sind schon in Karlsson, haben aber die Türen offen gelassen und genießen es richtig, hier so ein bisschen am Meer auch zu stehen, auf den Ausblick aufs Meer zu genießen, ist richtig schön. Ja. Und ja, der Tag war auf jeden Fall toll, hat uns Spaß gemacht. Das kleine Dörfchen, wo wir waren, spontan, dieses Benitzes, hat uns auch richtig gefallen, war ganz süß, haben auch lecker gegessen. Und ja, jetzt sind wir, wie gesagt, hier, freuen uns, dass wir hier stehen dürfen die Nacht. Und vor allem freuen wir uns auf den morgigen Tag, denn ja, hier können wir morgen auch den Tag verbringen, können schön baden und ja. Genau, hier ist ja auch direkt daneben eine Taverne, eine Fischtaverne. Mal gucken, ob wir morgen hier noch essen gehen und ja, hier auf jeden Fall morgen den Tag verbringen. Ja. Dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Genau, weil jetzt kommen nämlich die Mücken. Ja, hier sind nämlich richtig viele Mücken gerade, bevor die alle reinkommen. Ja, genau. Ah, alles klar. Stell die Tür zu. Bis morgen, bis Nacht. Gute Nacht.
Boah, hier sind richtig viele Mücken. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir stehen hier immer noch seit mittlerweile 2 Tagen am Strand von Bukhari, direkt am Wasser. Wir haben die Heck schön auf und blicken direkt aufs Wasser. Es ist richtig schön hier. Wir haben es richtig genossen. Es war sehr, sehr ruhig. Wir waren baden, haben am Video geschnitten und gearbeitet, was ihr gerade hier seht oder gesehen habt. Und ja, müssen sagen, dass das hier auf jeden Fall sehr erholsam war. Ja, und das Dörfchen Bukhari ist im Prinzip ein ganz kleines Fischerdörfchen hier auf Korfu. Und das besteht aus einer ganz langen Straße, die hier so an der Küste entlang führt. Und es ist so ein ganz, ja, so ein typisches Fischerdörfchen im Prinzip. Man sieht morgens die ganzen Fischer hier mit ihren Booten rausfahren zum Angeln und kommen dann wieder mit ihrem, ja, mit ihrem Fisch sozusagen. Und ja, super, super schön. Also ein richtig schönes Inselflair und ja, Fischerdörfchen-Flair. Genau. Ja, und Korfu hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut empfangen. Wir sind hier sehr gut reingekommen und fühlen uns auf jeden Fall hier sehr wohl. Es ist sehr, sehr schön von der Natur her. Es ist sehr ruhig und bis jetzt in den ersten 5 Tagen müssen wir sagen, gefällt uns Korfu sehr, sehr gut. Ja. Genau, super schön und wir mögen das ja auch. Also ich persönlich liebe ja diesen Inselflair oder Inseln allgemein. Richtig, weil man kann hier auf jeden Fall öfter mal direkt am Wasser stehen. Was uns auch aufgefallen ist, dass die Menschen super freundlich sind. So wie hier zum Beispiel stehen wir, im Prinzip ist das ja der Parkplatz des Restaurants, der Taverne hier. Und ja, wir haben halt gefragt, ob wir hier stehen dürfen. Die haben gleich gesagt, ja, super gerne, könnt stehen, wie lange ihr wollt und könnt hier alles benutzen. Also ja, und das hören wir auch immer mehr oder immer öfter hier in Griechenland. Und ja, auf jeden Fall gefällt es uns hier sehr gut, wie Flo schon gesagt hat. Und wir sind schon sehr gespannt, was wir
sonst noch hier so erleben werden in der Zeit, in der wir hier sind. Ja, aktuell sind wir hier im Südosten der Insel und wollen jetzt noch ein bisschen weiterfahren, einmal um die Südspitze rum. Das ist auch gar nicht so weit. Die Südinsel ist auf jeden Fall ein bisschen schmal. Das heißt, man kann hier von Osten nach Westen, das sind glaube ich nur 4 Kilometer, einmal rüber spazieren. Ja. Das ist sehr eng hier. Ja. Und ja, da fahren wir heute auf jeden Fall ein bisschen weiter. Genau, aber wir fahren. Achso, ja. Ja, sorry. Ja, mach ruhig. Und ja, wir fahren halt so weit, bis wir den nächsten schönen Stellplatz finden. Also auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, weil wir haben ja keinen Zeitdruck und wir müssen nirgendwo sein zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also fahren wir einfach. Ja, solange wie wir Lust haben und bis wir den nächsten schönen Stellplatz finden am Wasser, hoffentlich. Ja, aber vorher beenden wir auf jeden Fall dieses Video hier. Ja. Hat wie immer Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Das hilft uns und unterstützt uns auf jeden Fall. Mhm. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr irgendwelche Tipps haben solltet, wenn ihr schon mal auf Korfu wart. Ja. Insider-Tipps gerne mal in die Kommentare. Folgt uns auch gerne bei Instagram. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche wieder mit neuen Abenteuern aus Korfu. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.